Der kleine Luis ist schwer krank. Der 7-jährige Junge hat Mukoviszidose, eine unheilbare Stoffwechselkrankheit. Daneben stellten Ärzte vergangenes Jahr einen bösartigen Tumor in seiner linken Schulter fest. In einem rührenden Video erklärt Michelle Müller ihrem Sohn, dass er seinen linken Arm verlieren wird. Anschließend stellt sie es auf ihre Facebook-Seite. Bild begleitet die tragische Geschichte von Luis. Daraufhin schaltet sich der Deutsche Presserat ein. Er missbilligt die Berichterstattung mit der Begründung, es reiche nicht, dass die Mutter mit der Veröffentlichung einverstanden sei. Das können nur Menschen sein, die selbst keine Kinder haben. Also ich weiß nicht, was, die müssen sich doch mal in die Situation reinversetzen. Man muss auch seinem Kind sagen, dass was passieren wird. Und auf das Video wird Luis später mal so stolz sein, also ich bin's. Michelle Müller bereut nichts. Sie würde jederzeit wieder so handeln. Das bekräftigt sie jetzt auch in einem persönlichen Schreiben an den Presserat. Wir haben nicht einmal einen negativen Kommentar gelesen oder so. Und ich muss sagen, das Video steht seit 29. Januar auf unserer Facebook-Seite. Und wir haben eigentlich nur Kommentare, wo die Menschen gerührt sind, wo die mitgeweint haben. Heute geht es dem 7-jährigen Luis gut. Sein linker Arm wurde gekürzt, konnte aber erhalten bleiben. Trotz seines schweren Schicksals ist er glücklicher denn je und hat vor allem sein Lächeln nicht verloren.